Am vergangenen Wochenende standen wieder die Berliner Verbandsmeisterschaften im Judo an in den Altersklassen U10 und U12. Das Wettkampfformat des Vorjahres hat sich jedoch geändert. Diesmal wird im Sportforum Berlin-Hohenschönhausen nicht einzeln, jeder für sich alleine gekämpft, sondern im Team. Ja, das Besondere bei diesem Turnier ist, dass es nicht nur darum geht, dass jeder einzelne Leistung abrufen muss, sondern das ganze Team dementsprechend konsistent bis zum Finale, wenn es gewinnen möchte, gewinnen muss. Ja, also hier ist es nicht nur schlimm, also schlimm in Anführungsstrichen, wenn der Einzelne verliert, denn die ganze Mannschaft fiebert mit für jeden einzelnen Kampf. Und ja, dementsprechend muss das Team gewinnen und nicht nur der Einzelne im Team. Bei dieser Veranstaltung vom Judo-Verband Berlin sind auch wieder mal viele Teams dabei und auch bekanntere Vereine neben dem PSV Olympia, KSC Berlin oder dem Steglitzer Verein Randori und natürlich noch viel weitere. Besondere Erwartungen liegen aufgrund guter Leistungen in den Vorjahren auf Shidosha. Die Jungs und Mädchen des Dojos sind heute in Gelb, dank einer Partnerschaft mit den Berliner Verkehrsbetrieben. Auch diesmal gelingt es ihnen, ein konstantes Level zu halten. In ihrer ersten Begegnung gegen die TIP, gegen die Turngemeinde in Berlin, wird es zu Beginn gleich deutlich. Die Jungs sind hier, um zu gewinnen. Souverän setzen sich die Judoka mit 5:0 durch. Auch gegen Randori können sie sich behaupten, jedoch diesmal ganz knapp mit 3:2 schließen sie die zweite Begegnung des Tages ab. Wie es der Sport verlangt, werden sich trotzdem natürlich die Hände gereicht. Ist ja klar, gehört sich auch so. Gegen den TSV Olympia wird die gleiche Leistung noch einmal gezeigt. Auch hier gehen die Jungs in Gelb nur ganz knapp mit 3:2 von der Matte. Qualifizieren sich aber damit ganz offiziell für das Finale in der U10-Kategorie. Da werden nochmal alle Register gezogen. Mit viel Ehrgeiz kämpfen die Jungs um den Titel. In 5 spannenden Duellen erarbeiten sie sich gegen den SC Bushido bei tosendem Applaus ihren Vorsprung. Am Ende sind sie Gewinner. 4:1 und um einen Meistertitel reicher. Das 4. Mal in Folge für Shidosha. Absolut sind wir zufrieden. Ja, letztes Jahr in der U11 war es auch das gleiche Ergebnis, aber es wird halt immer schwieriger. Ja? Also die Konkurrenz schläft nicht und wir müssen immer sehen, wie wir das irgendwie bestreiten. Und dieses Jahr ist es wieder gut für uns ausgegangen und ja, wieder in ganzer Linie voller Erfolg. Also Stolz pur, ja? Wunderbar. Die Steglitzer Jungs von Randori sehen sich derweil mit dem Judo-Team Berlin konfrontiert. Mit aller Kraft probieren sie, den Kampf um den 3. Platz zu ihren Gunsten zu wenden. Am Ende gehört dem Judo-Team Berlin jedoch der rechtmäßige Platz auf dem Treppchen. Bei den Mädchen von Shidosha sieht es nicht ganz so erfolgreich aus wie bei den Jungs. Alle Begegnungen enden für sie negativ. Am Ende teilen sie sich mit dem PSV Olympia den 3. und damit letzten Platz. Kaizen Berlin landet auf dem 2. Der SC Chares 02 darf sich über den 1. Platz, über den Berliner Meistertitel freuen. Also ein Mannschaftskampf wird ja nicht daraus oder davon ausgemacht, dass die Einzelnen gewinnen, sondern dass das Team zusammenhält. Ja? Und wenn einer mal eine Niederlage kassiert, dann kann der andere das mit einem Sieg wieder ausgleichen. Ja? Das ist ja das Schöne daran. Das heißt, jeder ist in den Genuss gekommen, heute gewinnen zu dürfen, aber auch musste halt auch wieder Niederlagen einstecken. Und toll ist es, dass ein Team sowas immer wieder ausgleichen kann und somit wächst natürlich auch so ein Teamzusammenhalt. Ja? Und das ist halt auch immer das Schöne daran. Ne?